Ich wartete auf letzte Anweisungen. Nach einer Viertelstunde stieg ich aus und schritt um den BMW. Mit ihm hätte ich den Ort erreichen sollen, wo ich das Lösegeld hinterlegen sollte. Eine zweistündige Schnitzeljagd durch Frankfurt lag hinter mir. Über Funk dirigiert. Er würde den Jungen töten. Das LKA hätte mich das Geld alleine übergeben lassen sollen. Ohne die ganze ausgefeilte Überwachungstechnik. Ich spuckte auf den Boden. Dann gab ich das Zeichen, die Aktion abzubrechen. Euros. 2 Millionen. In kleinen Scheinen, unmarkiert. Bei seinen Anrufen benutzte er keinen Verzerrer. Er fühlte sich überlegen. Er hatte sich mich ausgesucht. Ich öffnete die Ledertasche, griff in das Geld und warf die Bündel zurück. Am liebsten hätte ich reingespuckt. Mit der Faust hämmerte ich aufs Wagendach. Der Junge war gut im Schwimmen, besaß ein Muttermal auf der Schulter, war erst seit einem Jahr auf dem Internat. Heul doch. Hinter mir rasten 2 Wagen an mir vorbei. Ein dritter hielt und der Kollege aus Wiesbaden sprang heraus, das Halfter immer gut sichtbar. Wir hatten es verbockt. 1991, 1998, 2003, jetzt. Er gab das Geld immer schneller aus. Niemand, der sein Geld anlegte. Eher ein Spieler. Die Summe blieb dieselbe, 2 Millionen. Das Alter der Jungs auch. 12 Jahre. Wir hatten sie alle wiederbekommen, bis auf den letzten. Rademacher Sebastian. 1,54 groß, dunkelblond, Brillenträger, Schwimmer. Ich sah Helen an und sah, wie sie mich ansah. Das bedeutete nichts Gutes. Ich bin bei dir, wollte ich sagen. 91, 98, 2003. Ich hatte was übersehen. Irgendwas. Es lag vor mir. Für alles fanden wir Worte. Ein Tisch wurde nur zum Tisch, weil wir ihn Tisch nannten. Ohne dieses Wort hätten wir nicht gewusst, worauf wir die Tassen abstellten. Ich hielt die Lösung in Händen, aber das Wort fiel mir nicht ein. Aus dem Wohnzimmer drang leise Brahms ins Bad. Helen war Cellistin. Was hatte der Entführer als letztes über Funk gesagt? Ich hatte es vergessen. Helen trat aus der Dusche und ich umfing ihren Körper mit einem Badetuch, frottierte ihr Haar, zog sie an mich, drückte mein Gesicht an ihren Bauch. Der Ventilator lief und der Nebel im Bad löste sich auf. Der Entführer musste aus dem Rheinland stammen. Ein leichtes Singen in den Sätzen glaubte ich festgestellt zu haben. Westend. Da hatte ich den Wagen übernommen. Nach einer Woche sah alles aus, als würde ich wie durch einen Filter blicken, so wie sie im Film den Tag in die Nacht verwandelten, alles leicht bläulich. Seit 2 Tagen fuhr ein Wagen nachts an mir vorbei, im Schritttempo. Auf dem Rücksitz hockte ein Junge und riss den Mund weit auf. Ich malte Kreise auf ein Stück Papier, schrieb immer wieder dieselben 8 Worte. Hier bin ich, hier, hol mich hier raus. Benutzte Kaffeetassen auf dem Tisch. Kreide kratzte über die Tafel. Die Profile wechselten einander ab, je nachdem, wer sich berufen fühlte, eins zu erstellen. Ich steckte mir einen Kaugummi in den Mund. Zusammen mit dem Hackbrötchen ergab das einen scheußlichen Geschmack. Keine DNS. Widersprüchliche Zeugenaussagen. Er setzte die Jungen unter Drogen. Und dann? Du hockst in irgendeinem feinen Reihenhäuschen und wartest, bis es wieder an der Zeit ist. Ich blätterte die Protokolle durch, sah mir die Fotos zum 100. Mal an. Hol mich hier raus. Ich verließ die Besprechung, unterbrach den Leiter des Sonderkommandos mitten im Satz. Er mochte mich sowieso nicht. Schlaf half nicht dagegen. Ich nahm die Tabletten vom Nachttisch und las den Beipackzettel. Helen kam aus dem Bad. Zog den Bademantel aus und legte sich zu mir ins Bett. Wir bemühten uns seit Jahren, ein Kind zu bekommen. Sie hatte sich spritzen, ich meine Spermien zählen lassen. Wir waren uns sogar über die Vornamen einig. Langsam näherten wir uns dem Alter, wo es zu spät war. Sie löschte das Licht und rückte an meine Seite. Eine Katze lief übers Dach. Vielleicht eine Ratte, wenn Helen recht behielt. Ich drückte mir die Stöpsel in die Ohren. Hörte noch etwas Musik. What can I do to make you love me? Die Welt drehte sich nicht mehr, wenn ich die Augen schloss. Sie schoss durchs Dunkel.
Wenn meine Berechnungen stimmten, blieben uns 1,5 bis 2 Jahre Zeit, bis er wieder zuschlug. Ich hatte im Vorfeld alle Internate überprüft, die für ihn in Frage kamen, die Namen aufgelistet. Ich hatte mir einen Hund angeschafft, der überall seine verdammten Haare hinterließ. Helen ging wieder auf Tournee. Ich rechnete damit, dass sie eines Tages nach Hause käme und jemanden kennengelernt hatte. Einen, der sich um sie kümmerte, anstatt Spuren zu sammeln. Ich stand im Garten, als das Telefon klingelte und überlegte eine Sekunde, ob ich überhaupt abnehmen sollte. Ich wusste nicht, ob ich mit Helen reden wollte. Spreche ich mit Richard Knopf? Ja. Ausgerechnet jetzt rief mich einer an, um mir eine Versicherung zu verkaufen. Kommissar Richard Knopf? Ja. Heißt Ihr Nachbarjunge Karl mit Vornamen? Mir wurde heiß. Und mir blieb wieder nichts anderes übrig, als zu antworten, ja. Er ist verschwunden. Wollen Sie ihn wiederhaben? Ja. Ich rannte quer über den Rasen zum Nachbarhaus, klingelte, klopfte, hämmerte gegen die Tür. Niemand war zu Hause. Die Sonne fiel durch ein Blätterdach, als ich im Ziel der Wegbeschreibung ankam. Die Vorgehensweise war mir vertraut. Ohne Rückendeckung, hatte die Stimme gesagt. Sie wollen doch nicht noch einen Jungen verlieren, hatte sie gesagt. Er lebt, hatte sie gesagt. Die Werkstatt stand offen. Wie besprochen. Es war der helle Wahnsinn, sich auf sowas einzulassen. Ich zog meine Waffe und schaltete die Taschenlampe ein, was gar nicht nötig gewesen wäre. Sowohl die Grube als auch der Gang waren hell erleuchtet. Ziehen Sie Ihre besten Sachen nicht an, hatte er mich gewarnt. Sie werden ein Stück kriechen müssen. Vielleicht war der Junge schon tot. Vielleicht. Die Eisentür schlug hinter mir zu, als ich den dunklen Raum betrat. Ich leuchtete mit der Lampe die Ecken ab, entdeckte Vorratsregale, ein Bett, einen Kühlschrank, einen Toiletteneimer, sogar ein Waschbecken. Für alles war gesorgt. Dann traf der Schein sein Gesicht. Besser gesagt, ein hämisches Grinsen. Ich richtete meine Waffe auf ihn. Und über mir flammten Neonröhren auf. Er war Mitte 50, gewelltes, schwarzes Haar, von großer Statur, mit einem liebevollen Blick, den ich von einem meiner Ausbilder kannte, wenn ich seinen Ansprüchen einmal mir nicht genügt hatte. »Wo ist der Junge?«, fragte ich ihn. »Das wird Sie nicht mehr interessieren, Richard.« Das Gesicht zu dieser Stimme vor mir zu sehen, erfüllte mich mit Schaudern. »Retten Sie sich lieber selbst.« Vergeben Sie sich. Wo ist der Junge? Und wenn ich ihn umgebracht habe? Er lachte. Erschießen Sie mich doch. Er streckte die Arme von sich und drehte sich im Kreis. Ich wollte Ihnen ins Gesicht sagen, dass Sie daran schuld sind, dass der Junge tot ist. Sie haben es vermasselt. Da verwechseln Sie was. Richard. Wir sind nicht hier, um Spielchen zu treiben. Was ist mit Karl? Karl? Ich nehme an, er ist bei seiner Mutter. Ich war derjenige, der zwischendurch immer wieder auf die Uhr sah, während wir uns belauerten. Plötzlich begann er zu taumeln, griff nach einem Stuhl und setzte sich. Fast schien es mir so, als lächelte er. Ich ergriff die Gelegenheit, überwältigte ihn, legte ihm Handschellen an, warf ihn auf den Boden und ging zur Tür, um das Sonderkommando zu verständigen. Hier unten bekam ich keinen Empfang. Die Tür war verschlossen. Sie sind schuld, röchelte er. Sie haben den Jungen umgebracht. Sie sind ja vollkommen durchgeknallt, schnauzte ich ihn an. Mir ging's nur ums Geld. Ich wollte ihm nichts tun. Ich habe auch den anderen nichts getan. Aber das Geld ist so wichtig für Leute wie Sie, dass Sie es beschützen müssen. Dass es Ihnen egal ist, ob ein Junge stirbt oder nicht. Oder ist es die Gerechtigkeit, Richard? Müssen alle Verbrecher bestraft werden? Ich sprang auf ihn zu und schlug ihm ins Gesicht. Sie kommen hier nicht mehr raus. Ich untersuchte die Tür. Keine Klinke von innen, kein Schloss. Fuhr mit einem Schraubenzieher die Zarge entlang. Er glitt ab,
traf auf keinen Widerstand. Computergesteuert, stellte er stolz fest. Wie in den modernen Gefängnissen. Als zentral gesteuert. Ich kenne mich da aus. Ich warte die Anlagen. Ich stierte ihn an. Sind Sie wahnsinnig? Jemand muss Sie bestrafen, Richard. Das ist mehr als gerecht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich will den Jungen nicht auf meinem Gewissen haben. Ich bin nicht schuld an seinem Tod. Sie hätten ihn laufen lassen können, damit Sie mich nicht mehr ernst nehmen. Ich begann, seine Sachen zu durchwühlen. Eine Fernbedienung, ein Gerät, mit dem sich ein Code eingeben ließ. Nichts. Hochmut, Richard, Hochmut. Ihr leidet alle daran. Wird lange dauern, bis Sie uns hier unten finden. Seine Stimme wurde schwächer. Ich wollte nur Geld. Sie, ihr, das ist meine Gerechtigkeit. Ich fand ein Röllchen. Er hatte sich vergiftet. Erschießen Sie mich. Seien Sie ein Mensch, Richard. Haben Sie Mitleid. Lassen Sie mich nicht leiden. Erschießen Sie erst mich. Sagte er, als ich ihn auf den Rücken drehte. Sie werden es sowieso tun. Sie werden es hier unten allein nicht aushalten. Ich werde Ihnen fehlen. Seine Stimme wurde schwächer. Ich musste den Jungen töten. Sie haben mich gezwungen. Sie sind schuld. Ich kann man nur wegen Geld töten, Richard. Haben Sie kein Herz? Bedeutet Ihnen Geld so viel. Mir hat es nie etwas bedeutet. Ich rastete aus, schoss fast das ganze Magazin auf die Tür leer. Er starb nur ein paar Stunden später. 12.14 Uhr. An irgendeinem Tag. Das Licht war ausgefallen. Ich hatte geschlafen, war aufgewacht. Seitdem schaute ich ab und zu auf die Uhr. Schaltete nur kurz die Taschenlampe ein und schonte die Batterie. Sie werden mich finden, sagte ich mir. Mich suchen. Wolfgang Franzen, meine Damen und Herren.